Als damals Mario Kart 8 für die Wii U erschien, war ich baff. Einfach nur, weil es so unfassbar schön war und immer noch unfassbar schön ist. Nintendo verwendet sehr viele moderne Techniken, damit sie diese grafische Qualität hinbekommen bei 1080p und 60 Bildern. Und wir wollen heute klären, wie sie das hinbekommen haben. Von daher werden wir technisch. Die besten Details im Videospielen sind die, die wenig Aufwand benötigen, aber gefühlt mega viel ausmachen. Ein Texture-Layer ist das, was man sich vorstellt, eine weitere Ebene, auf der eine Textur gepackt wird. Das kann für viele verschiedene Effekte genutzt werden. Mario Kart nutzt es unter anderem, um eine Sand- oder Schneetextur auf den Rädern langsam einzublenden, sollte man über Sand oder Schnee fahren. Der Effekt achtet dabei auf die Normal Map. Daher, je tiefer eine Rille ist, desto transparenter ist der Layer an dieser Stelle. Was klar ist, in tiefe Rillen kommt der Sand oder Schnee nicht so schnell hin. Wenn also das Kart fährt, checkt ein Raycast, also eine Art sehr dünner Strahl, direkt aus der Mitte des Karts, auf welchem Untergrund man sich befindet, und fadet langsam den entsprechenden Texture Layer ein oder aus. Die Geschwindigkeit des Fadens richtet sich danach, wie schnell man gerade fährt, bzw. wie viel Distanz man zurückgelegt hat. Was logisch ist. Aus Performancegründen wird nur ein Strahl aus der Mitte des Karts gesendet. Deswegen werden alle vier Räder gleichzeitig mit einem Texture Layer versehen, auch wenn irgendwelche Räder gar nicht auf den Sand fahren. Raycasts sind eine Sache, die man so spärlich einsetzen will wie möglich, da sie enorm Performance fressen können, vor allem wenn man schlampig mit ihnen umgeht. Würden daher alle Reifen auf der Strecke selbstständig checken, auf welcher Oberfläche sie fahren, nur damit man sie einzeln ansteuern könnte, wären das im Worst Case 48 Raycasts, die man ausführen müsste, wegen 12 Fahrern und jeweils 4 Rädern. Und ernsthaft, Mario Kart ist keine Simulation. Dass der Effekt überhaupt da ist, ist schon cool genug. Und wenn alle Räder gleich aussehen, hat man einen weiteren Vorteil. Denn wenn ihr mal ein Unity Asset Flips Spiel gespielt habt, oder allgemein Spiele, die so aussehen, dass sie nicht so schlecht laufen sollten, es aber dennoch tun, dann sind zu viele Drawcalls ein häufiger Grund. Ein Drawcall ist schlicht gesagt ein Befehl an die Grafikkarte, etwas zu rendern. Wenn wir also einen grünen Panzer rendern wollen, wäre es theoretisch ein Drawcall. Wenn ein roter Panzer dazukommt, ist es ein weiterer Drawcall. Interessant wird es, wenn zum grünen und roten Panzer noch ein weiterer grüner dazukommt oder auch ein roter. Denn unter bestimmten Umständen könnten es dennoch nur zwei Drawcalls sein. Das Zauberwort ist Batching, daher einen Stapel abarbeiten. Solange Objekte dasselbe Material haben, können sie mit nur einem Drawcall gerendert werden. Je nach Engine klappt das auch bei dynamischen Objekten, wie eben den Panzern, Bananen und eben allem, was sich bewegen kann. Aber viel wichtiger ist es, dass es auf jeden Fall bei allen statischen Objekten funktioniert. Oder blöd gesagt, die komplette Strecke an sich. Wenn wir uns also Hyrule Castle ansehen, werden wir sehr schnell feststellen, wie unfassbar effektiv die Strecke aufgebaut ist. Natürlich bewegen wir uns jetzt wieder im theoretischen Bereich, da wir nicht wissen, wie genau Nintendos Levelsystem funktioniert oder wie die Engine alles intern verarbeitet, aber wir wissen, dass die komplette Strecke nur 230.000 Polygone hat. Interessanterweise hat sich Nintendo bei den klassischen Strecken ein Limit von bis zu 150.000 Polygone gegeben. Die DLC-Strecken hingegen schaffen es grundsätzlich immer über 200.000. Das bedeutet, vor den DLC-Strecken wird Nintendo auf Nummer sicher gegangen sein, damit sie nicht zu viel überarbeiten müssten, sollten es doch zu viele Polygone sein und am Ende auch noch der geplante Release deswegen gefährdet wird. Bei den DLC-Strecken hingegen konnten sie sehr viel mehr experimentieren. Und ich würde behaupten, dass selbst wenn die komplette Streckengeometrie immer gerendert wird, würde die Switch oder auch die Wii U nicht in die Brüche gehen. 230.000 Polygone zu rendern wären kein Problem an sich. Tatsächlich ist das beeindruckend wenig. Aber zurück zu den Drawcoils. Wenn wir uns Hyrule Castle genauer ansehen, bemerken wir, dass viele Objekte vom Material her zusammenpassen. Tatsächlich gibt es nur 95 verschiedene Materialien auf der kompletten Strecke, da viele Objekte sich ein Material teilen. Das verringert Drawcoils und das verringert unnötige Anlaufzeiten. In einigen Fällen, wie sicherlich hier, ist es da sinnvoll, lieber alles zu rendern, anstatt größere Objekte aufzustückeln, damit man sie unsichtbar machen kann, sollte zum Beispiel eine Wand davor sein. Es ist immer sehr stark vom Spiel abhängig, wo sowas Sinn macht, aber bei Mario Kart sehe ich keinen Grund, die Streckengeometrie jemals auszublenden. Eher die dynamischen Objekte, wie zum Beispiel Figuren am Rand der Strecke oder Hindernisse und so ein Spaß. Daher, dank der geringen Drawcall-Anzahl, weil Nintendo sehr viele Objekte ein Material teilen lässt, ist es einfacher, die 60 Bilder pro Sekunde zu halten, weil so weniger Unerwartetes passieren kann. Oh, und wer sich unter den Polygonzahlen nichts vorstellen kann, seht es so. Lara Croft in Tomb Raider als Charakter allein, also nur die Figur Lara an sich, verwendet ca. 200.000 Polygone. Sprich, eine ganze Strecke in Mario Kart
hat circa so viele Polygone wie Lara Croft in den neuesten Tomb Raider Spielen. Ah, Deferred Rendering. Eine Thematik, die gerne in Diskussionen angehauen wird, um Sachen zu erklären, die gar nichts damit zu tun haben. Deferred Rendering oder auch Deferred Shading ist der Grund, warum Mario Kart 8 so unfassbar viele dynamische Lichtquellen hat und dennoch mit 60 Bildern laufen kann. Die klassische alternative Methode nennt sich Forward Rendering. Und ohne stark ins Detail zu gehen, gibt es hier mal fix die Vor- und Nachteile der beiden Methoden. Forward Rendering ist so ziemlich das, womit wir uns seit vielen Jahrzehnten drum schlagen. Bei dieser Rendermethode ist jede Lichtquelle pro Objekt enorm viel Aufwand, weswegen man die maximale Anzahl der Lichter, die ein Objekt empfangen kann, meistens auf einen bestimmten Wert wie 8 limitiert. Sollten es mehr als 8 Lichtquellen sein, dann wird jede weitere einfach nicht dargestellt. Jedes angeleuchtete Objekt muss dabei auch mehrmals berechnet werden, und zwar für jede Lichtquelle, die das Objekt empfängt, ein weiteres Mal, was bedeutet, dass damit ein weiterer Drawcall erzeugt wird. Deferred Rendering hingegen löst es anders. Es erstellt den G-Buffer, kurz für Geometric Buffer oder Graphics Buffer, je nachdem welcher Quelle man glauben mag. Der G-Buffer ist eine Kombination aus mehreren erzeugten Bildern. Die unbeleuchtete Szene, eine normale Map der aktuellen Szene, der Z-Buffer, der Infos über die Tiefe enthält, und noch die Spec Map, die anzeigt, wie reflektierend Oberflächen sind. Und obendrauf kommen dann meistens noch die Echtzeitschatten. Diese ganzen Bilder kombiniert reichen, um Lichtquellen zu berechnen, da wir alle wichtigen Infos dafür besitzen. Und da wir jetzt ja Pixel berechnen, muss das Objekt an sich nicht mehr mehrmals berechnet werden, wenn mehrere Lichtquellen existieren. Aber der Nachteil ist, ja klar, Deferred Rendering hat von Grund auf bereits mehr Aufwand, da es den G-Buffer erstellen muss, weswegen Forward Rendering in vielen Fällen weiterhin mehr Sinn macht oder halt performanter ist. Bei Mario Kart und den vielen Optimierungen in Sachen Drawcoils ist Deferred Rendering aber ein Segen, denn die vielen dynamischen Lichtquellen machen häufig den Look des Spiels aus. Natürlich gibt es noch weitere Vor- und Nachteile und garantiert juckt es gerade ein paar in den Fingern, das niederzuschreiben, daher tut euch keinen Zwang an, immer her damit. Wie schon bei den letzten beiden Malen habe ich euch auf Twitter gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen bezüglich der Technik zu Mario Kart 8 habt. Und ja, ihr habt sehr viele Fragen und es tut mir jetzt schon leid, dass ich nicht alle beantworten kann. Der Krizzlex und Knust möchten wissen, wie es funktioniert, dass die Charaktere sich hinterher schauen. Simpel, in den meisten Spielen wird auch hier Inverse Kinematics genutzt, also die Technik, die wir bereits im Smash-Video angesprochen haben. In dem Fall jedoch wird der Kopfknochen und die Augen automatisch ausgerichtet. Wir brauchen dafür ein Target, daher ein Ziel, mit dem das System versucht, den Kopf richtig zu drehen und die Augen auszurichten. Meine Theorie, die nicht unbedingt richtig sein muss, weil es viele Lösungen für diese Problematik gibt, ist, dass links und rechts neben den Figuren Triggerboxen sind. Wenn eine andere Figur in diese reinfährt, bekommt das Inverse Kinematic System ein neues Look at Target und setzt es um. Man muss dazu aber sagen, dass in Mario Kart sicherlich kein richtiges Inverse Kinematic System verwendet wird, sondern nur ein paar simple Berechnungen. Inverse Kinematics würde nur Sinn machen, wenn der ganze Oberkörper sich auch noch automatisch leicht ausrichten würde, damit das natürlicher wirkt. Aber da es irgendwo dazu gehört, stecke ich es in dieselbe Kategorie. Interessant wäre es, wenn Nintendo das Ganze noch ausweiten würde und die Figuren hin und wieder auch mal Hindernisse oder andere wichtige Punkte auf der Strecke ansehen würden. Oder zumindest mit den Augen auch Items hinterher schauen, wie zum Beispiel Bananenschalen. Ich bin mega beeindruckt, dass Nintendo so detaillierte Gesichter eingebaut hat, aber da ist noch Luft nach oben. Big Red N möchte wissen, wie genau die dynamische Musik funktioniert. Und ich muss sagen, spätestens seit Banjo und Kazooie auf dem Nintendo 64 bin ich absoluter Fan von der Idee, Musik dynamisch aufzubauen. Mario Kart nutzt das in vielen Fällen, sogar bereits im Menü. Wenn ihr im Einzelspielermenü seid, ist die Hintergrundmusik sehr schlicht. Im Charaktermenü wird eine Tambourine dazugeschaltet, was ein rhythmisches Scheppern verursacht. Und wenn es dann darum geht, den Cup auszuwählen, werden weitere Instrumente dazugeschaltet. Das Ganze soll die Spannung aufbauen und ich denke, das klappt auch ziemlich gut. Dynamische Musik wird auch auf diversen Strecken verwendet. In der Delfinlagune zum Beispiel passt sich die Melodie der aktuellen Umgebung an. Wenn ihr durch die Unterwasserhöhle fahrt, wird sie etwas abgedämpft und ruhiger. Sobald ihr am Aal vorbei seid und aus dem Wasser kommt, wechselt der Song zu einer stark jazzigen Version mit einem kräftigen Saxophon. Und sobald ihr wieder am Start seid, wechselt sie zur ursprünglichen Form zurück.
Wichtig dabei ist, dass die Melodie und Geschwindigkeit gleich bleibt, damit ein fließender Wechsel möglich ist. So kann man dann mehrere Versionen eines Tracks je nach Situation durchfaden lassen. Denn klar, eine laute, jazzige Passage vor der Ziellinie, wo noch um jeden Platz gekämpft wird, ist weitaus passender als leises Geklimper im Hintergrund. Tatsächlich spielt in der letzten Runde immer die Version mit den Saxophonen die komplette Runde über. Aber da geht halt auch noch mehr. Je nachdem, wie schnell ihr fahrt, wird noch ein Tambourin und zusätzliches Schlagzeug im Hintergrund hinzugefügt. Bedeutet, bei Top-Geschwindigkeit sind diese Instrumente am lautesten zu hören. Und wenn ihr auf dem ersten Platz seid und Vollgas gebt, sind die zusätzlichen Instrumente am lautesten. Solltet ihr also auf dem ersten Platz sein und mittendrin einfach mal stehen bleiben, merkt ihr erst, was für einen krassen Unterschied es macht. Aber das sind eben die Sachen, die Polishing ausmachen. Und vor allem Nintendo war schon immer bedacht, viel mit der Musik zu spielen, damit es unterbewusst enorm stimmig wird. Wenn man nicht darauf achtet, fühlt es sich nur gut an. Aber ich empfinde es als spannend zu schauen, was sich die Entwickler ausdenken, damit etwas noch spannender wirkt, als es eh schon ist. Spielenator, Nero020 und Matthias Michelitsch möchten wissen, ob wir für Mario Kart 9, sollte es auf der Switch erscheinen, eine noch faszinierende Grafik erwarten können. Und die Antwort darauf wird nein sein, da das, was wir in den DLC-Strecken gesehen haben, so langsam das Maximum sein wird, was die Switch in 1080p und 60 Bildern hinbekommen würde. Nintendo ist stark auf perfekte Performance ausgelegt, weswegen auch Kantenglättung logischerweise nicht wichtig ist, da es unnötig Performance frisst und das Bild nur matschiger machen würde. Zumindest, wenn man Methoden nutzt, die weniger die Grafikkarte belasten. Aber in Sachen Artstyle oder Technik an sich gibt es noch enorm viel Luft nach oben. Wir dürfen daher davon ausgehen, dass Mario Kart 9 auf der nächsten Konsole noch viel beeindruckender sein wird. Jagarios möchte wissen, ob der Switch-Port optisch irgendetwas besser macht als noch die Wii U-Version. Bis auf 1080p im Gegensatz zu 27p hat sich nichts verändert. Das wäre auch nicht möglich gewesen, da die Switch zwar kräftiger ist als die Wii U, aber bei weitem nicht kräftig genug, um eine bessere Optik zu ermöglichen. Wenn Mario Kart 8 Deferred Rendering nutzt, ist ein Schritt von 27 zu 1080p bereits sehr enorm. Man muss bedenken, dass hier 4 Arbeitsschritte gleichzeitig mehr Leistung fressen, wenn die Auflösung höher geht. FrayGuys möchte wissen, wie es sein kann, dass rote Panzer hin und wieder an einem vorbeifliegen oder eine Wand treffen. Und ich kombiniere das mal mit der Frage, die viele haben, wie die Route der KI nun wirklich ist. Tut mir leid, dass ich da nicht alle Namen auflisten kann, aber dann würde ich hier 5 Minuten einfach nur Namen aufzählen. Ich versuche fürs nächste Mal eine bessere Lösung zu finden. Also, es wird garantiert einige Ideallinien geben und alle CPUs versuchen so gut wie möglich diesen Linien zu folgen. So gut wie möglich bedeutet, dass sie alle ein unterschiedliches Fahrverhalten haben und deswegen niemals auf einer Ideallinie fahren können, was okay ist. Das würde auch auffallen. Diese Linien werden garantiert auch die roten und blauen Panzer nutzen, bis sie halt in der Nähe eines Spielers sind. Der blaue Panzer zum Beispiel hat ein Gleitverhalten, wodurch er in den Kurven etwas leicht hinterherzieht. Zumindest wirkt es manchmal so. Wodurch man denken könnte, dass er keiner richtigen Linie folgt, sondern eher frei über die Strecke fährt. Aber das ist ja der Trick daran. Wenn ich einem selbstfahrenden Auto sagen würde, mach eine scharfe Kurve, das Auto aber gar nicht so eine Kurve hinbekommen könnte, wird die Kurve logischerweise größer. Aber dennoch wird das Auto irgendwann das gewünschte Ziel erreichen können und wenn es dafür ein paar Mal gegenlenken muss. Dadurch kommen diese Wege zustande, die natürlicher wirken als noch auf dem N64, wo alle Items knallhart einer Linie gefolgt sind. Und da wir hier in Mario Kart 8 sind und nicht 64, gibt es auch noch eine Logik dahinter, wem ein roter Panzer fokussiert. Wenn du bereits von einem roten Panzer getroffen wurdest und wer anderes knapp an dir vorbeifährt und hinter dir dann jemand einen weiteren roten Panzer wirft, wird er nicht dich fokussieren, da du bereits außer Gefecht bist, sondern den, der an dir vorbeigefahren ist. Das soll Situationen eindämmen, in denen man von mehreren Panzern hintereinander getroffen wird. Klappt nicht immer, aber es ist weitaus seltener als früher, wo man regelrecht immer zerstört wurde. Luko, Tobias, STB und FlyGuy möchten wissen, warum Mute City so einen großen Bereich hat um die Strecke herum, obwohl man ihn angeblich nicht sieht. Das ist halt das Interessante an der Boundary Break Serie. Es wird viel gezeigt, aber oft nicht erklärt. Die Erklärung ist aber recht simpel und auch etwas blöd, weil sie es können. Wie bereits gesagt, haben die DLC-Strecken mehr Polygone und Mute City scheint ein Fall gewesen zu sein, wo sie einfach noch enorm viele Polygone übrig hatten. Und warum also nicht einfach einen coolen Hintergrund damit basteln? Und doch, man sieht die Stadt ziemlich gut und zwar genau dann, wenn man überhaupt in Mario Kart 8 etwas richtig gut sehen kann.
in den Replays. Dafür wurde der Hintergrund so groß gemacht, damit das in den Replays besonders cool aussieht. Man muss dabei auch sagen, dass jedes Gebäude ca. 10 Polygone frisst und immer Duplikate vom selben Gebäude sind. Sprich, es war kein Problem davon, Unmengen in den Hintergrund zu knallen, da der ganze Hintergrund 2-3 Drawcoins sein werden und daher 0 Performance sieht. Von daher, ja, es ist so, weil sie es können. Moritz möchte wissen, wieso die Textur auf dem Boden nur direkt vor einem gut aussieht und ob wegen einer speziellen Render-Engine das Spiel so viele Shader zeigen kann. Also, das zweite ergibt keinen Sinn. Denke mal, es ging eher um das Deferred Rendering und den Lichtquellen. Und zu der ersten Sache, das nennt man Texture Filtering. Bei Mario Kart sicherlich bei Linear Filtering. Grob gesagt machen Oberflächen mit einem scharfen Winkel zur Kamera Probleme, wie eben der Boden mit einer Kamerahöhe und Einstellung, die wir in Mario Kart haben. Bei Linear Filtering ist sehr schnell, aber erzeugt eben diesen matschigen Effekt, der in der Distanz immer schlimmer wird. Das Ding ist aber, dass es genau wie Kantenglättung bei einem Spiel wie Mario Kart nicht wichtig ist. Man bewegt sich permanent mit hoher Geschwindigkeit, wodurch solche Sachen in Bewegungen echt schwer auffallen. Also warum unnötig Leistung für sowas investieren, wenn es einfach egal ist? Man muss halt bedenken, dass das Spiel mit 1080p läuft und 60 Bildern und man echt versucht hat, immer diese 60 Bilder zu halten. Und dafür muss man halt hier und da paar Abstriche in Kauf nehmen. Rip Van Hal möchte wissen, ob die anderen Cards, die nicht im Bild sind, ebenfalls simuliert werden, ob sie weiterhin alles so machen, als wären sie auf dem Bildschirm. Ich kann nichts beweisen, aber ganz ehrlich, warum sollten sie es nicht tun? Wenn das Spiel nicht überfordert ist, wenn alle 12 Fahrer gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, warum sollte man dann unbedingt etwas abschalten? Wir kommen dann wieder in die Problematik des Worst Cases und Nintendo achtet ja, wie gesagt, extrem auf sowas. Wenn alle 12 Fahrer normal simuliert werden, zu jeder Zeit kann es nicht passieren, dass irgendeine Situation per Zufall nur an einer bestimmten Stelle Probleme macht. Wenn zum Beispiel 8 Fahrer gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, irgendetwas Bestimmtes im Hintergrund passiert und ein blauer Panzer einschlägt oder sowas. Auf dem N64 war das schon problematischer, weil das Spiel gerne die Fahrer so schnell wie möglich weghaben wollte, um CPU-Kraft zu sparen. Aber hier ist es, wie gesagt, am sinnvollsten, alles zu simulieren. Oh halt, ich kann doch beweisen, dass ständig alles simuliert wird. Man kann mit der Replay-Funktion jeden Fahrer fokussieren lassen und irgendwoher müssen diese Daten ja kommen. Also ja, alle Fahrer werden permanent immer simuliert. Rudi Winkler möchte wissen, warum die Scheinwerfer der Karts keinen Schatten werfen, ob es zu viel Leistung fressen würde. Und ja, ist darauf die Antwort. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Lichtquellen dank Deferred Rendering nicht mehr so ein großes Problem darstellen. Schatten hingegen lassen die Probleme wieder erneut auftauchen. Denn das wären wieder weitere Drawcoins, die komplett unkontrolliert werden könnten, wenn zum Beispiel 12 Fahrer irgendeinen Bereich gleichzeitig anleuchten mit zu vielen verschiedenen Objekten. Schatten zu berechnen kostet sehr viel Leistung und wäre bei 12 Fahrern einfach nicht möglich gewesen. Marco Savari möchte wissen, wie man es trotz schnellen Fahrens nicht sehen kann, dass Objekte sich verändern. Ich gehe davon aus, dass er von LOD, also Level of Detail, spricht, das was Reviewer gerne als Pop-Ins bezeichnen. Die Antwort ist simpel, Mario Kart 8 nutzt sehr wenig LOD-Modelle. Die Streckengeometrie besitzt zum Beispiel kein einziges LOD-Modell, egal wo ihr euch befindet, der Untergrund, die Wände und all das bleibt immer gleich. Einige Objekte, wie Bäume zum Beispiel, wechseln ab einer sehr weiten Distanz bereits um, weswegen man es häufig nicht mitbekommt. Münzen hingegen werden erst ab einer nahen Distanz wirklich richtig angezeigt. Wäre das Spiel aber jetzt nicht in 1080p, könnte man das echt nicht sehen. Für mich wirkt das Ganze aber eher wie Optimierungen, damit der Zweispieler-Modus flüssig läuft. Ich glaube nicht, dass die LOD-Modelle im Singleplayer so viel ausmachen werden. Man muss halt bedenken, dass im Multiplayer alles doppelt, dreifach oder sogar vierfach gerendert werden muss. Da machen LODs schon eher Sinn. So oder so haben die wenigen Modelle, die ein LOD-Modell besitzen, immer nur eine Stufe, weswegen man das Umschalten so selten mitbekommt. Das Ding ist halt, dass die meisten Modelle ja auch schon so mit sehr wenigen Polygonen auskommen. Deswegen ist das schon eine riesige Leistung der Grafiker, dass das mit so wenig Polygonen alles so verdammt gut aussieht. Okay, ich glaube, wir haben damit das meiste abgedeckt. Ich bin mega baff von euren ganzen Fragen und muss mich viel früher dran setzen, das zu sortieren. Daher, wenn ihr ebenfalls eine Frage zum nächsten Spiel einsenden wollt, dann folgt mir am besten auf Twitter. Ich hoffe, es war wieder interessant und sollte es so sein, freue ich mich über jeglichen Support. Sei es nun, das Video zu liken, mich zu abonnieren, dieses Video euren Freunden zu schicken oder mich auf Patreon zu unterstützen. Ihr könnt natürlich auch mein Spiel Blobcat auf der Switch kaufen, dann habt ihr auch noch direkt etwas davon. Wie nun auch sei, ich danke euch und vor allem meinen Patreons und den Top-Patreons mit den Namen
Toxon, Kerotasma, Gamelsami, Neo127 und Rutana. Vielen lieben Dank. Auf Patreon werden wir, wie schon für dieses Video, wieder darüber abstimmen, was wir uns als nächstes ansehen werden. Bis dahin danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.